So, dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ich bin der Zuberer. Ja, und wenn dir das Video gefallen sollte, gib doch einen Daumen nach oben, würde ich mich mördermäßig freuen. Jawohl. So, pass mal auf, wir müssen hier... Er holt Stoff. Mal gucken, was kriegen wir denn mit? Stoff geht 9,1 Tonnen. Die sind hier nicht so die Schnellmerker. Mit was? Mit wie? Nein. So, 7,8, 9,1 Tonnen. Guck mal. Das sind wir. Und was haben wir hier noch drin an Stoff? 1,1 Tonne. Gut, die sind aber jetzt ein bisschen beim Machen und Tun, ne? Wir müssen sehen, dass wir da mehr Leute hinkriegen. Wir müssen sehen, dass wir da... Ach ja, stimmt, wir wollten noch einen Zug bauen. Ach, wir wollten so vieles. Hier steht schon wieder ein Auto mitten im Weg. Was ist denn da wieder los? Batterie leer oder was? Mann, oh, guck dir das mal an hier. Einmal mit... Ach, nee, einmal mit Profis, so gehen wir doch weg. Das könnte alles so schön sein. Das könnte alles so schön sein. Und was ist? Nix. Und die Straße müssen wir noch ändern. Da muss eine Straße noch nach oben hoch für das Plastik. Damit der Weg nicht so weit ist, der muss ja quer durchs Gewerbegebiet fahren. Kumpel? Ach, hier ist ein Spuck mal da. Verbindung ist hier super, das ist ja mal ganz großartig. Und was hast du mit? Plastik. Gut, Plastik. Jetzt haben wir alles drin hier, ne? Jetzt können wir produzieren. Wir produzieren, wir produzieren Trabis. Das ist jetzt fantastisch. Und jetzt könnten wir theoretisch, ja praktisch sozusagen auch, wir sind hier komplett voll, ne? Wir können hier mal einen rausschmeißen. Ach nee, wir haben eine Flachbrettgeschichte, ne? Da passen Fahrzeuge rauf. 27 Tönnchen. Jetzt können wir nämlich normalerweise auch noch sagen, wir haben ja noch Platz hier, ne? Wir können ja sagen, hey, mein Freund, wir haben hier. Dieses Point ist nicht kompatibel. Was? Warum denn sowas nicht? Warum denn das nicht? Warum ist dieses Gebäude nicht kompatibel? Wir haben einen Flachdingsapparat. Wir können keinen Autotransporter kaufen. Das können wir nicht. Wir können keinen Autotransporter kaufen, oder bin ich blind? Warum ist das nicht kompatibel? Das ist wieder so eine Sache. Ich meine, das war glaube ich schon immer so, ne? Ich glaube, das war schon immer so. Nicht kompatibel. Das ist aber jetzt ärgerlich, weil wir haben einen Flachwagen. Der kann Fahrzeuge auf den Rücken transportieren. Kann er nicht. Oder kann er doch, ne? 27 Tonnen kann er hinten raufschmeißen. Was ist denn da wieder los? Jetzt müssen wir extra einen LKW anstellen, sozusagen einen Fahrer, der uns den Kram, die fertigen Trobonten, die hier so... Guck mal hier. Die erste... Nee, ist noch nicht... Wo ist die erste denn? Ist die noch gleich fertig oder was? Doch, der müsste schon fertig sein. Die erste Pappe müsste schon... Da stehen sie! Guck mal hier! Da stehen sie! Die ersten! Hier! Jawohl, ja! Hat er keine Spanngurte? Genau, Dennis, der hat keine Spanngurte. Daran liegt das. Ich glaube, das liegt daran. So. Lager für Fahrzeuge. Fahrzeuge fertig. Nein, das sind keine Fahrzeuge vorhanden. Bau die. Warum werden die da nicht hingetransportiert? Warum sind hier keine Fahrzeuge vorhanden? Die werden alle schön hier auf Lager geschmissen, oder was? Bis das Lager voll ist? Warte mal, vielleicht kriege ich das ja. Kann ich das so? Das kann ich verbinden. Das geht, aber das geht nicht. Das geht. Pass mal auf, ich mach mal. Das hier, Sekunde. Und unser Autohändler ist dort. Nee, ist nicht kompatibel. Ah, ist nicht kompatibel. Na gut. Gut, dann müssen wir einen kleinen im Wagen uns da besorgen. Nehmen wir das hier mal raus, ne? So. Die FZ sind direkt an der Fabrik abholbar. Ja, nee, ist klar. Wie schon, habe ich mir gerade fast gedacht.
Aber wenn wir hier reinfahren, die abholen, dann werden die sicherlich auch hier weggesammelt. Wir haben jetzt 12 Trabanten, haben wir fertig. Was wir kaufen, einen LKW? Da können wir doch so also schmerzfrei, aber sowas von. Wir haben doch hier so einen. Was geht denn da hinten rauf? Der kann nichts laden. Schade. Da hätten ja locker zwei quer draufgepasst. Wir kaufen einen LKW. So, also einen geschlossenen brauchen wir nicht. Wir brauchen was. Guck mal, hast du Trinkhahn, Weizen, hast du nicht gesehen, Polizeiautos. Oh, cool, Prison Bus. Guck mal einer an. Die können wir auch schon kaufen. Die können wir als Busse einsetzen, glaube ich, ne? Polizeiautos, guck mal hier, das ist doch... Alter, Freund, guck mal hier. Ah, ich freue mich, wenn das soweit ist. Cool. So, wir brauchen Bagger ausgestattet, fertiger. Geschlossene LKWs, offene. Wo sind die offenen? Da. Da sind die offenen. Gut. Kapazität. Sollen wir so einen nehmen? 27 Tonnen gehen darauf. Ja, was Kleines dran langt aber auch, ne? Was, wie schnell ist der? 92 ist er. Das ist relativ schnell. Wir nehmen mal einen. So. So, mein Freund, du hast ein Spezial. Anhaken. So. Jetzt aber. Jetzt geht es nämlich rund. So, du fährst dahin und du fährst dahin. Ich habe festgestellt, wir haben nur einen Autohändler hier. Wir haben nur einen Autohändler in der ganzen Stadt. Das macht nichts, ne? Das ist nee, das macht nichts. Das ist gut so. So, du holst. Und zwar. Mal hier wegnehmen. Entladen. Beladen. Jo, Mensch, ne? Ist ja nur Fahrzeuge, ne? Sonst können wir hier eigentlich nichts. Den fahren wir los. Der ist der A, das gucken wir uns einmal an. Brumm, brumm. Ach nee, ist Pause. So, jetzt geht's. Jetzt, ja, hier, guck mal, jetzt geht's los. Fahrzeugtransport 2.0. Du bist verkehrt abgebogen. Was war die andere? Dein Navi taucht nix. Ach, wir müssen erstmal tanken. Stimmt, da war doch was. Frisches Auto, kein Saft. 1030 Tonnen, Liter. Der nimmt auch nicht was mit, muss ich sagen. Großartig, so. Da fahren wir einfach mal mit. Also jetzt hier, ne? So. Wir müssen auch, die Straßen müssen echt noch optimiert werden hier. Vorsicht, glatt. Wir wollen ja nicht, dass hier was Schlimmes passiert. Warum fährt er da rum, nicht da oben rum? Hier oben war geräumt. Ich meine, vielleicht kann ja sein, dass er die Herausforderung liebt, ne? Das kann ja sein. So. 2, 3, 4, 5, 6. 6 Autos kriegt er mit. Der Händler freut sich. Der Händler freut sich, super. Gut. Jetzt fährt er den Weg. Jetzt fährt er den Weg da rum. Hier wäre doch kürzer gewesen. Hier runter, da längs. Sag mal. Einmal mit Profis, weißt du? Einmal mit Profis. 6 Autos hat er mit. So, und der Autohändler, der reibt sich jetzt schon die Hände. Mega ungenau. Guten Morgen, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Da fährt er. Der Autotransport. Wattengerät.
Der Bus noch im Weg, ne? Oh Gott, der nächste blockiert. Oh Gott. Der muss so fahren, da es Einbahnstraße ist. Nee. Lord Ravnix, nee, ist keine Einbahnstraße. Ich muss leider mal checken. Die Straße habe ich dann neu gemacht. Oder war das doch noch eine Einbahnstraße? Weiß ich jetzt gar nicht. So, lad ab. Lad ab. So, das ist ja gleich, ne? Die werden gleich schon. Zupp, die werden gleich schon verkauft. Also, die sind gar nicht mal auf dem Hof. Die sind sozusagen noch warm im Lack. Siehst du wohl, funktioniert. Brester Kram. So, was müssen wir mal gucken? Stimmt, ich sehe gerade, hier ist eine Einbahnstraße. Hast recht. Ach, da habe ich noch was vergessen. Da habe ich was vergessen. So, jetzt aber. Siehst du wohl, jetzt aber nicht mehr, ne? Jetzt müsste alles tutti sein, ne? Alles super. Hier auch, ne? Zwar nur hier, da haben wir es nicht. Alles gut. Alles klar. Jetzt müsste es egal sein. Genau, Lord. Ravnix. Das habe ich gemacht wegen dem Bau von der, wie wir hier oben gebaut hatten. Da hatte ich mal die Straße jetzt weggerissen. Habe ich mal nicht gesehen, dass dazwischen noch was war. Aber wie gesagt, haben wir geregelt. Haben wir geregelt. Alles gut. So, wie viel ist hier drin? Stoff ist nichts mehr vorhanden. Ist hier noch Stoff? Ist gleich Schluss. 8,2 Tonnen. Hier haben wir noch ein paar Trabis-Zeug. Komm mal, wir können noch ein paar. Wir machen mal Kombis, ne? Kombüsen. So. Ach ja, stimmt, da war noch was. Ambulanz, not. Aha. Aha. Mhm. Gut. Hier war kalt, ne? Hier war frostlich. Ja, wir haben hier keine Temperatur drin. Minus 10 Grad. Ja, ich weiß, das ist ein Heating-Problem. Wir haben ein kleines Heizproblem, aber das kriegen wir hin. Das ist ne, alles kein Problem. So, wo war? Heizung war da unten. Gut. Jetzt können wir normalerweise hier nochmal ranholen und dann nochmal ein bisschen Heizung auf die andere Seite kriegen, ne? Heizung. So, und zwar. Heizung groß. Unterirdisch natürlich. Das kriegen wir hier ran, ne? Gut, wir müssen erstmal hier raus. Bupp, und dann? Warum? Ach, warte mal. Vielleicht soll ich mal in den Untergrund gucken, wa? Da ist doch nichts. Dann müssen wir es so machen. Ach, jetzt geht's. Ach so. Warte mal, wir machen mal kurz den Haken hier raus. So. Andere. Warum ist das? Was für eine andere Struktur ist da im Weg? Hm? So. Jetzt kriegen wir das nämlich auf jeden Fall hier drüben hin. Ich möchte das gerne hier drüben irgendwo hin haben. Ich baue das mal so quer dahin. So. Heizpumpstation. Wir brauchen einen kleinen Wärmetauscher, einen großen Wärmetauscher. So. Ah, guck mal da an hier. Das ist doch schön. Da ist die Straße. Ich sehe nichts. Ich sehe die Straße nicht. So, dahin vielleicht. Könnte passen, ne? So. Den wollte ich haben. So, und zwar. Doran. Siehst du, dann haben wir da eine Heizung hin. Das müsste schon reichen. So, bau das mal fertig. 339 Kilometer, alles klar. Mach mal, haben wir. So. Anna Kalikus, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. So, das kann auch gebaut werden, kostet uns. Ach, nur ein kleiner Kram. So, das hier auch mal schnell fix. So. So, jetzt reißen wir das mal fix hoch hier.
Zack, Dach drauf. Fertig. So. Spannung ist vorhanden. Ach, fehlt nur ein bisschen Temperatur, ne? Komm schon. Kriegen wir das hier hin? Steigende Temperatur wäre schon super. Hallo. Hallo, ein bisschen mehr Saft wäre schon cool. Das steigt, ne? Ganz quälend langsam. Oder täusche ich mich da jetzt? 90. Das steigt nicht. Aber warum denn nicht? Schmiergold, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du reinschaust. Moin, moin. Temperatur steigt nicht. Warum denn nicht? Hallo, wir haben es doch angeklemmt. Ach nee, warte mal. Da war doch was. Heizungsrohr. Da fehlt was. Flachland. Ist noch gar nicht fertig gebaut. Ach so. Das dauert ja ewig. Mein Gott. Ja, Mensch, da waren wir ein bisschen schnell. Ich habe noch nicht mal das Rohr dahin verpackt. So, müsste gleich fertig sein. Müsste. Jupp, ist fertig. So, jetzt geht. Ja, hier. Oh, da. Da, jetzt kommt's. Warmes Wasser kommt. So, jetzt müsste das hier vorbei sein mit Frieren. Jawohl, ja. Jetzt müsste auch die Temperatur steigen. Pass mal auf. Gleich mal das Pudel warm in der Bude. Ja, hier, guck mal. Temperatur steigt. Wir wollen ja nicht, dass hier jemand friert, um Gottes Willen. Ich sehe gerade Durchschnittsalter 22,9. Aha. Also auf jeden Fall ist warm hier. Jetzt die meckern auf jeden Fall nicht mehr. Was haben wir denn hier bei den Bonzen? Wie alt sind die denn? 28,4. 27,5. Wir wohnen da. Das ist voll. Diese Hütte ist auch voll. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar mehr Hütten für unsere... Ne, ich weiß Bescheid. Für die Crème de la Crème. Die wollen auch... Die wollen nicht saufen, die Bonzen. Ne? Ich glaube, die saufen zu Hause. Damit das nicht so auffällt. So, Kindergarten. Was ist das hier? Das Kino. Hier ist nochmal eine Kneipe. Gebäude wegen schlecht. Wäre das geschlossen? Was? Bens Eck ist dicht. Ach, weil draußen. Nee, weil draußen. So eine... Naja. Das war ja großartig. Anakelikus, da hast du recht. Wobei frierende Bürger womöglich die Jackenproduktion, Jackenindustrie ankurbeln. Das glaube ich auch. Ich glaube, das müssen wir mal in Angriff nehmen. Ich brauche Propaganda gegen Frost, Danny. Ja, stimmt. Kann man das? Nee, ne? So. Wir brauchen noch mal einen Zug hier. Wir haben gesagt, wir brauchen noch einen Zug extra. Der eine, der reicht nicht. Der langt für 12 bis Mittag nicht. Haben wir hier noch Öl drin? Öl reicht immer noch nicht. Ich glaube, wir brauchen noch mehr Öl. Alter, wie viel Öl brauchen wir denn hier? Na gut, wir haben ja ganz viel Industrie hier dran, ne? Und je mehr wir hier Leute ran scheffeln, desto mehr wollen die natürlich Öl haben, ne? Ganz klar. So, und wir wollen natürlich jetzt nicht das heraufbeschwören, aber wir beschreiben mal nicht, dass hier mal ein Brand entsteht, weil das wäre eine Katastrophe. Warte mal, wie sieht das hier eigentlich aus mit... Mach mal hier weg. Öl. Mal gucken, wie das mit Öl hier aussieht. Ne, hier ist es schlecht. Also hier haben wir alles abgegrast. Was haben wir hier? Haben wir hier noch was zum Ranhängen? Hier könnten wir noch was ranhängen. Aber hier ist das echt mager, ne? Also ehrlich.
53%. 49. 48. Ja, ist nur schlechter hier, ne? 40. Also hier könnte noch einer hin. Was haben wir gesagt? 50%. Na gut, haben oder nicht haben, ne? Kommt damit hin, fertig. Anakalikos, hast du keine Offshore-Möglichkeiten, Öl zu fördern? Das wäre doch ein interessantes Projekt, wenn der Kommentar erlaubt ist. Natürlich ist der Kommentar erlaubt. Offshore habe ich gar nicht. Vor allem, Offshore ist kein Öl. Leider nicht. Wäre natürlich nochmal ein Burner. Vielleicht nochmal eine, wenn das neue Projekt, wenn ein neues, wenn die Karte mal, wenn wir eine neue Karte anfangen sollten irgendwann mal, dann vielleicht mal eine Map aussuchen, wo wir auch Offshore haben, wo wir auch Öl im Wasser haben. Das wäre doch mal eine coole Nummer. Das wäre nochmal eine Sache, die echt nicht schlecht wäre. Drücken wir mal kurz auf Pause, Sekunde. Ich muss mal hier kurz ein Öl bisschen, so, und zwar, wir müssen irgendwie hier drüber. Das haut hin. Das haut auch hin. So. Schwupps, bauen wir. Haben wir. Jetzt wollen wir das Ding auch nochmal fertig bauen, ne? So. 35.000. So, mach mal. Ist auch ein bisschen mehr Öl, ne? So, läuft. Die Maschine läuft auch. Produziert auch Öl. So, jetzt haben wir hier nochmal, theoretisch hätten wir hier noch zwei Anschlüsse dran, wo wir auch nochmal Öl rankriegen könnten. Nun weiß ich aber nicht, wie da die 49. Ja, hier ist eine Ölpumpe. 55%. Die können wir auch da oben mit rankriegen. Was haben wir hier oben denn noch? Hier ist echt nicht viel, ne? 52%. Hier ist echt wenig. 55%, also das ist das Höchste. 55%, das haben wir hier drüben genauso, ne? Kein freien Bagger. Ah! So, müssen wir so machen. Schauen wir hier nochmal nach. 54%. Prozent war besser. Ja, wo waren die 55? Zeichnet mir nicht an, der Hund. 55, da. So. Wir hängen überall noch was ran, was wir können. So, was haben wir hier noch? Hier würde auch noch was hinkommen. 46% ist natürlich nicht so, ne? 45. 53%. Ah, nehmen wir den auch noch mit. Anakaliko, Schaden, das wäre am Fluss, ja. Aber wie gesagt, wäre schön gewesen, wenn da noch mal ein bisschen Öl in der Hügel verursacht. Hügel verursacht. Warum verursacht der Hügel? Hoffentlich ist er verbunden. Ohne Strom. Da ist doch wieder irgendwas gewesen. Irgendwas war da doch wieder, ne? Strom. Ja gut, naja. Wir haben es ja. Wir haben ja Strom, ist nicht so. Strom haben wir ja. So, den bauen wir da mal hin. Bitte eine Leitung hin. So, wupp, zack, Strom ist da. Und? Jawohl. Und ich sehe gerade, der pumpt wieder nicht ab, weil er 100% irgendwo halt da ist dran. Da ist dran. Warum nicht? Warte mal. Ne, pumpt ab. Alles klar. Läuft. Gut.
Das haut er auch gleich weg. Mal sehen, wie viel was hier so durchgeht. 2,500, 2600. Geht auf jeden Fall schon ein bisschen mehr durch. So. Öl. Da. 100. 200. Hallo? Wir können nicht lagern, exportieren. Treibstoff. Nein. Das ist voll. Das ist auch voll. Warte mal. Wo ist denn unser Zug? Der Zug. Benzin, Bitumen, Ladestation. So hier. Feuer frei. Was hat der mit? Alkohol und Fleisch. Ach, der kann auch wieder in Rente gehen normalerweise. Warum hat er nur Alkohol und Fleisch mit? Haben wir Lebensmittel rausgenommen, komplett. Ich glaube, das haben wir komplett rausgenommen, ne? Kann das sein? Alkohol. Fleisch. Warum zeigt der Alkohol mit an? Warum? So, zack. Und dann sagen wir mal hier, pass mal auf, Lebensmittel. Wo haben wir die denn jetzt da? Esse. So, zack. 35 Tonnen Essen. Zack, und den auch essen. So. Schön. 60.000. Aber sobald er wieder zurückkommt, den müssen wir dann mal auf Rente schicken. Kurz mal auf Pause, ne? Also der muss ja nicht weiterfahren. Weil... Nee, nicht kann er weiterfahren. Spiel keine Rolex. Kann weiterfahren. Warte mal, wir haben doch alles vorhanden. Ist doch alles da. Alkohol ist vorhanden, Essen ist vorhanden. Und Fleisch war auch da, ne? Fleisch ist 30 Tonnen. Das ist großartig. Ohne Probleme. Alles gut. Gut. Das ist doch schön. Die sind fertig. Ich nur fast. Fast fertig. Gut. Die Felder haben wir drin. Die ist auch mit drin, oder nicht? Hoffe ich mal schwer. Wir haben keine Fahrzeuge. Das ist mir schon klar. So. Die Felder sind mit drin, ne? Ja. So, das geht nicht. Oh, das geht doch. Das geht nicht. Okay. Wir können normalerweise hier drüben auch noch zwei Felder abnehmen. Können wir doch, ne? Können wir doch. Bestimmt. Warte mal. So. Die nehmen wir auch nochmal hier ab. So. Jetzt brauchen wir Fahrzeuge. Lass mal gleich mal Fahrzeuge besorgen, wenn wir schon dabei sind. Mähdrescher. 30. 28. Was kosten die denn für Dollaris? 35. 20 läuft er. Was war der andere? 24. 30. Wir nehmen den hier. Der ist gut. Der ist gut. Ja. Pony ist ja von uns, ne? Ist unsere Maschine. Warte mal, das war ein zu viel. Hi. So. Die einen wieder weg hier. Jawohl. So, zack, wir brauchen einen Drecker. Ernte-Aussaat-Maschine. Und zwar 24. Das ist das gleiche. Wir nehmen den billigeren, weil der ist besser. So, warte mal, da müssen wir noch zwei Maschinen rausnehmen. Ich glaube, der ist gleich noch am Gemeckern, weil er. Ein geschlossener LKW, wenn da einer fehlt, ist denn, läuft das denn nicht oder läuft das doch? So, wir nehmen nochmal zwei weg hier. Also den noch wegnehmen, wupp, und den hier auch nochmal wegnehmen. So. Jawohl, zack, noch zwei Träger mehr. So. Mal gucken. Was denn geht. Gebäude ist ohne Stromversorgung. Ach du Himmel. Wir brauchen Strömchen irgendwie dahin. Haben wir hier auch keinen Strom? Doch, Strom haben wir hier. Da ist Strom. Wieso kriegt der keinen Saft?
Wieso kriegt der denn keinen Saft? Wo kriegt der denn Strom her? Ach, guck mal hier. Dann versetzen wir den einen doch ein bisschen hier runter. Der da, der braucht doch nicht überall sitzen. Der kann auch weiter runter hier. Der kann auch hier unten hin, oder nicht? Müsste doch gehen, oder? Eventuell. Strom. Ist ja nicht so, dass wir hier... Der kriegt seinen Strom von oben. So, den können wir unten auch hinsetzen. So, da brauchen wir mal Strom hin. Den braucht er da oben nicht sitzen. Wo kriegst du denn, musst du denn deine Leitung? Der hat auch 100% eine unterirdische Leitung. Ganz sicher. Ja, natürlich. Das macht aber nichts. Mittelspannungsleitung. Wo war das hier? Ist das das hier? Unterirdisch, ne? Hier, die große. Die da. So. Aber die müssen wir erstmal kurz ein Kälbchen knipsen. So. Und von da. Dahin. So. Jetzt haben wir hier Saft, ne? Jawohl, ja. So. Das ist großartig. Dann kann der mal... Oh, ist ja kein Strom vorhanden, ne? Dann können wir den mal kurz wegnehmen hier. So. Wir brauchen Platz. Jetzt hat der auch Strom. So, ich hoffe mal, dass das funktioniert ohne LKW. Weil sonst haben wir immer einen LKW damit reingebaut, damit das auch läuft. Nur weiß ich nicht, ob das auch funktioniert ohne. So, das haben wir. Wie viel ist noch hier drin? Eins, jetzt guck mal eine Tonne. Jetzt guck mal eine Tonne. Dann müsste der andere Laden leer sein, ne? Jawohl. Hier ist noch 1,96 Tonnen drin. Freunde, das ist noch nicht, dass das schimmelig wird, ne? Das geht nämlich nicht. So. Toyadal, vielen Dank für dein Follow. Vielen Dank. So, da haben wir warm. So, wie viel haben wir jetzt hier Arbeitslose? Mal gucken, pass mal auf. 600 Arbeitslose, 600. Ein beim Mutti-Wohner, 21.900. Wir haben fast 22.000 Einwohner. Wir brauchen noch einen Zug, immer noch. So, und jetzt wollen wir uns nicht ablenken lassen. Wir brauchen noch einen Zug. Und zwar, Zugverband. Was hatten wir letztes Mal? War das der hier? Ich glaube, den hatten wir, ne? 120, 100. Den hier, glaube ich, hatten wir. So viele Leute brauchen wir nicht. Der ist gut. Der reicht. So. Nein! So. Den brauchen wir. Und Zwaro, neue Station. Du fährst. Dahin und dann... Ganz dahin. So. Hü. Torher da. Guten Morgen. Moin, moin. Schönes Reinschaus. Herzlich willkommen. Hier liegen Probleme. Die Feuerwehr. Wissen wir doch. Alles gut. So. Da fährt's da raus. Okay, wir fahren mal die Richtung rum. Na, warum nicht? Lass mal mitfahren. Da fahren wir doch mal mit hier. Achso, hier, aber sowas von. Einmal kurz winken. Hallöchen, wir fahren einfach nur durch. So. Unsere Hochbahn. Ihr winkt auch fleißig, ne? Ja. So. Ach, die Bäume müssen mal gestutzt werden. So, Nummer 2. Können wir hier so ein bisschen in die Fenster reinluschern? Das war mal eine Vollbremsung. Alter Freund, da gehst du besser richtig in die Sitze gedrückt. So, dürfen wir gleich. Genau, ist rot. So, wir haben schon mal einen Gang eingelegt. Komm jetzt, los. Mach schon. Los, wir warten hier zu lange. Mach schon. Komm schon.
Los jetzt! Alles klar. So. Warum halten wir hier? Ich habe so eine Befürchtung. Gänster, die Zugmitfahrt finde ich immer wieder genial. Finde ich auch, absolut. Ich mag sowas absolut gerne. Schön. Das ist so mal die Stadt aus der richtigen Perspektive sehen. Worum stehen wir jetzt hier? Ich fürchte das Schlimmste. Ach ja, gut, jetzt bewegen wir uns wieder. Okay, so. Hallo, Freunde. Wir haben gleich ganz viel Platz im Zug. Warte mal, wo ist meine Maus? 300 Mitfahrer. So. Jetzt hoffe ich mal, dass es alles auch rollt. So. Hühot. Wie viel hast du mit? 356 Passagiere. So, da kommt der nächste schon reingerollt. Da, wir fahren nochmal mit. Wir fahren nochmal mit die Endstation durch, ne? Winter Wonderland. So, hier fahren wir einfach durch. Ein Baum auf der Schiene. So, hier fahren wir auch nochmal eine kleine Brücke und dann sind wir auch gleich da. Boah, ist wieder Achterbahn fahren. So, da sind wir. Wupp. So, raus mit dem Gesindel. Lädt's komplett ab. Gut, alles klar. So. Jetzt müssten dann auch gleich wieder hier rauskommen, hoffe ich mal. Schwer. Ja? Ach so. Na gut. Es war schon voll. Okay, gut. Alles klar. Die haben wir. Wir können nicht lagern, exportieren, Treibstoff. Der ist schon wieder brechend voll. Wo ist unsere. Wo ist unser Zug dahin? Wo ist der hin? Ach, der fährt gerade hier wieder hoch. Ich muss noch kurz schauen. Pass mal, was haben wir denn jetzt hier geladen? Hat er Bitum? Das ist auch noch. Hat er nichts geladen oder was? Sag mir jetzt sowas Schlimmes nicht. Da ist er. Da kommt er. Da kommt er, der lange Lümmel. Blockiert natürlich auch die Straße jetzt, ne? Da sind wir mit 720 Tonnen. Mach voll den Hobel. Kann der mit der Einstellung Bitumen überhaupt entladen? Ja, der entlädt ja alles, ne? Die haben gesagt, alles entladen. Da. Da soll er ja alles entladen. Der lädt ja nur Treibstoff und Bitumen. Jetzt weiß ich nicht, warum er vorteilsweise Bitumen lädt, anstatt Benzin. Ich meine, Bitumen muss auch weg, das nützt ja immer nichts. Ich weiß nicht, wo man mehr Bitumen lädt als Benzin. So, Produktion ist Vollgas voraus, alles gut.
Und wie ist das hier? Hier bewegt sich gar nichts. Also wenn sich nichts bewegt, ist es echt gut. Dann pumpen wir gerade so viel Öl raus, wie wir auch brauchen. Da bewegt sich gar nichts. So, dann gucken wir gleich mal nach, wenn der los ist, wie viel der mit hat. Hier haben wir auch noch Öli drin, das ist auch alles gut. Da haben wir auch noch Platz für so viele Leute, ne? So, was haben wir hier an Chemikalien? 67 Tonnen haben wir Plastik hier drin, ne? Gut, Chemikalien werden ja gleich weggefahren, ne? Die werden ja sowieso gebraucht wie Harry. Das läuft auch. Das läuft. Sehr gut, sehr gut. Lass uns mal gucken hier, wenn er wegfährt. ...600.000 kassieren wir für eine Fahrt. Ich würde sagen, das ist gar nicht mal schlecht. Ich glaube, da können wir mit leben. Ups. ...702.000 Rubel für eine Fahrt. Ich würde sagen, oh, es läuft. Nicht? Ist ganz schön. So, da kommt der nächste reingerollt. Wie fährst du mit? 368 Arbeiter. So, jetzt müsste das mit den Arbeitslosen auch runtergehen, ne? 4% haben wir, Arbeitslosenquote. 521 Arbeitsgelose. Aber hier ist ja noch Ressource nach oben, ne? So ist das ja nicht. Hier ja auch noch. Das ist festgefroren, das ist gut so. So. Mal kurz gucken, Produktionsdurchsatz 98%. Durchschnittliche Lebensdauer 78. 56 bei Mutti-Wohnheim wird man doch schon wieder los. Das ist ja nicht zu fassen. So, wir müssen noch kurz nochmal die Autogeschichte gucken. So, wir haben ganz viele Trapsis. Jetzt müsste das hier langsam das Problem werden. Die werden nicht mehr verkauft, ne? Keine Plätze in der Nähe der Wohngebäuden. Ach du Himmel. Jetzt müssen wir mal gucken, wie das hier aufgeteilt ist. Wir haben schon wieder überzogen, wie Harry. Gut, das machen wir in der nächsten Folge. So, Freunde, ich sag mal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, bis morgen, nicht? Bei Workers and Resources. Wenn ihr Lust und Zeit habt, gleiche Stelle, gleiche Welle. Bis dann, ciao.